Hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu diesem neuen Part von Let's Play Pokémon XD, der dunkle Sturm. Ja, wir müssen heute Primus befreien und der Sache werden wir uns auch annehmen. Ich werde hier nur vorher kurz mal abspeichern, weil, ja, muss auch mal gemacht werden. So. Und dann wollen wir mal gucken, wie das Ganze hier so wird. Hallöchen, Prim Arena. Du bist gut. Aber deine Art zu kämpfen ist so anders. Pokémon sind doch nur Werkzeuge. Du versuchst mit deinen Pokémon auf Nummer sicher zu gehen. Das ist schwach. Nun, wer nicht hören will, muss fühlen. Ja, ja, wenn du meinst, hey, ist okay. Kryptoknecht fallbar. Okay, Remoraid und Golbat sind jetzt nicht gerade so, so mega OP, sage ich jetzt mal. Da haben wir schon schlimmere Kaliber hier besiegt. Also, Krypto-Schlag und Rückkehr. Ich hätte vielleicht sofort auf Golbat gehen sollen, ne? Aber, ja, mein Gott. Was soll's? Ja, Kreideschrei macht mir gar nichts. Also dann, Krypto-Schlag. Auf geht's. Ja, Remoraid wird down sein. Eine Rückkehr, bam. Also das ist bis jetzt so unsere bevorzugte Taktik, muss ich feststellen. Also ganz ehrlich. Roselia. Oh. Und es ist ein Krypto-Pokémon. Nicht schlecht. Ja, das konnten wir uns eigentlich holen, ne? Ja, Moment, erstmal jetzt auf Golbat. Weil ich trau der Nummer nicht so ganz. Weil, ja, was soll ich euch sagen? Ich trau dem Braten halt nicht so. Nachher verwirrt es uns und dann... Ja, komm, Blutsauger ist jetzt auch nicht so das Wahre. Ihr verkackt. Ihr verkackt in einer Tour. Das ist ja schon... Ist ja schon immer feierlich. So. Das ist sehr effektiv. Und jetzt kommt die Rückkehr und das ist noch viel effektiver. Blam. Nee, oder auch nicht. Komm. Gibt's doch gar nicht. Kryptowelle macht mir doch auch nichts. Wir sind unbesiegbar. Denn wir werden der neue Pokémon-Meister. Oh mein Gott. Teddy Ursa und jetzt noch ein Biss. Ja. Leider fürs falsche Pokémon entschieden. Tut mir jetzt auch nicht mehr leid. Dafür wirst du krepieren. Nein, es ist im Kontramodus. Gibt's doch gar nicht. So. Rückkehr. Ja, nee, ist klar. Toll. Ich sag ja, ich habe ja sonst hier keine Probleme. Okay, wir gehen jetzt mal auf Nummer sicher und werden einfach mal angreifen. Mal schauen, was draus wird. Vielleicht auch nichts, wenn die Kryptowelle zu stark ist. Ja, da natürlich nicht. Ich meinte auch eher auf Teddy Ursa. Ja. Ich will doch nur Ursaring haben. So, mal eben gucken hier. Nehmen wir doch mal eben Flamara und hauen den Burner raus. Dann passt das schon. Ja, das müsste dann alles passen. So, gucken wir mal. Golbat ist starr vor Liebe, Loser. Kannst gar nichts. Hier, Kryptoschlag. Was? Lolz? Geht's dir noch gut? Wieso? Okay. Nicht gut. Absolut nicht gut. So. Hier nochmal drauf und eine Glutattacke auf Golbat. Nein! Damn it! Ich bin so ein Honk! Ich bin so ein Honk! Ich hab jetzt... Oh Gott! Ich bin so ein blöder Honk! Na gut, das habe ich jetzt versaut. Ich wollte es ja eigentlich fangen. Wie dumm. Wie einmalig doof. Na, ist jetzt Pech. Ja. Ach, dammit. Ja, gut.
soll ich machen? War jetzt so mitten im Kampf. Hab nicht drauf geachtet. Passiert auch schon mal, Leute. Falls unsere Arbeit aber auch gar... Du weißt, unsere Arbeit aber auch gar nicht zu schätzen. Tja, so ein Pech. Damn it, Leute. Sorry, ich war jetzt so darauf, Primus zu befreien. Egal. Du bist gut. Du weißt, dass ich der echte Primus bin. Wie bitte? Du fragst dich, ob ich nicht auch eine Fälschung bin? Na gut, du hast recht. Ich bin ein echter Primus-Imitator. Selbst Primus waren die Hände gebunden, als wir ihm die Geiseln zeigten. Und jetzt ist er ein ganz braver Gefangener, wie der Bürgermeister und all die anderen in der Trainingshalle der Primarena. Wenn du sie unbedingt befreien willst, musst du erst an mir vorbei. Ah, verdammt. Ich sag ja, ich hab ja doch keine Probleme hier, ne? Keine anderen. Aber sagen wir mal so, die Pokémon hier bekomme ich auch alle in Pokémon X und Y. Nur, warum nicht einfach dann auf seine Advanced-Generation übertragen, dann auf die DS-Version übertragen, dann auf Schwarz und Weiß und dann auf X und Y. Ja, ist ein bisschen konfus alles, aber man bekommt es hin, Leute. So, einmal eine Glut-Attacke auf Sneebel. Ja, ist klar. Du mich auch. Kadabra. Ist schon so klar. Los, komm, Kryptoschlag. Badaboom. Kannst du leider nichts mehr, ne? Ja, Enekoro, das war's, wa? Bye, bye. Hast auch gute Dienste geleistet. So. Flamara und... Wen tue ich noch rein? Na? Wen tue ich noch rein? Sind zweimal Feuer-Pokémon. Ich weiß ja nicht so, aber ach komm, was soll's. Einmal auf Sneebel, nochmal auf Sneebel. Das sollte gut Schaden machen. Weil ist ja Unlicht. Das sollte gut Schaden machen, ne? Der Psystrahl. Badaboom. Ist klar. Ich sag ja, wir haben ja sonst hier keine anderen Probleme. So, ciao, ciao. Bye, bye, Sneebel. Was habe ich gesagt? Wir sind einfach OP. Traunfugil. Okay, Glut. Lolz. Haktet? Warum ist das Vieh so stark? Gibt's doch gar nicht. Was geht denn jetzt ab? So, Flamara. Psystrahlattacke. Die macht uns natürlich ordentlich Schaden. Mist, Mann, jetzt geht sogar noch unsere Glut vorbei, ist klar. Ich sag ja, ich habe ja sonst keine Probleme hier. Toll. Ganz toll machst du das. Das war's für Flamara. Glaube ich schon. Nee, ist sehr dumm. Boah, das muss doch wehtun, CPU. Das muss doch wehtun. Aber ich spiele mir auch nicht gerade was Besseres zusammen, davon mal abgesehen, Leute. Aber mit Finte kann ich hier einiges reißen. Na, wenn jetzt... Haha, siehst du, da hast du jetzt leider Pech gehabt. So, Kadabra geht schon mal down. Gut, und dann mache ich jetzt Traunfugil mit Finte platt. Ich glaube, wir können Finte schon, oder? Weiß ich jetzt gerade nicht. Mauzi? Nee, oder? Es ist ein Krypto-Pokémon. Will ich Mauzi fangen? Ja. Wenn ich kann, ja. Erstmal Glut und erstmal Mogelhieb. Ach nö.
dann machen wir Mogelhieb. Ne, Moment, das hat gar keine Wirkung. Oh, bin ich doof. Ja, sicher, es kann doch noch Kryptoschlag. Ach komm. Ist es dein Scheiß Ernst? Na gut, das Spiel. Ach nee, jetzt habe ich nur noch Schluckspuck. Oh nein. Schluckpuck. Das wird böse werden, das wird böse werden. So, jetzt sind wir wahrscheinlich noch paralysiert. Nee, doch nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Wir machen zuerst Toxin und dann Gigasauger auf Mauzi. Kryptoschlag. Auch Schande, ist halt auch noch stark. Und Schockwelle. Ja, das wird wohl gewesen sein. Mist, Mann, ich hab doch so gut gekämpft. Ich hätte doch meine Pokémon heilen sollen, Leute. Da kann auch der Gigasauger mir nichts helfen. Ja, ob Toxin da jetzt irgendwas hilft noch? Ich glaube nicht. So lange werden wir wohl nicht durchhalten. Oder habe ich einen Trank? Habe ich einen Trank? Habe ich irgendeine Art von Trank mit? Irgendwas? Beleber. Ich habe einen Beleber mit. Alles klar. Würde ich doch mal sagen, Flamara, hallo. Guten Tag. Und ich würde mal sagen, ein Hypertrank erstmal jetzt auf Blanas. Gut, sehr schön. Außer wenn das passiert, das ist sehr unschön. Ich muss dieses Traumvogel irgendwie ausschalten. Gut, ich könnte mich jetzt erst auf Mauzi konzentrieren. Aber es ist ja doof. Könnt jetzt erstmal Gesang machen und dann den Mogelhieb. Mist, es schlug fehl. Ja, klar. Ich kann ja mal Glück haben, ne? Damn it. Fuck off. Gibt's doch gar nicht. Oh. Jetzt stehe ich echt mit dem Rücken zur Wand. Eieiei. Boah, ey. Ja, gut. Eine Glutattacke auf Mauzi. Und dann die Heilung. Komm schon. Nein. Ist doch alles nicht mehr wahr. Psystrahl. Dammit. Okay, okay, okay. Damit kann ich leben. Glut. Fire. Okay. Vorsicht jetzt. Mist. Muss die denn jetzt fehlschlagen? Ich krieg hier so einen Anfall gerade, ne? So, auf Traunfugil und bei dir möchte ich gerne, dass du den Hyperball einsetzt. Das sollte eigentlich ausreichen, weil ich mein Mauzi ist Level 22 plus. Hyperball, ja, könnte eigentlich ausreichen. Ich hoffe es. Ich hoffe sogar sehr, sehr stark, weil sonst haben wir jetzt echt ein Problem. Ja, Mauzi wurde gefangen. Supi. Ja, Psystrahl ist mir jetzt so ziemlich egal, weil, das war's. Wir haben gewonnen. Glutattacke und bye-bye. Tschüss, Traunfugil. Mach's gut. Damit haben wir die anderen Leutchen hier auch befreit. Und Blanas kommt sogar noch auf Level 21. Mist.
ich hab's vermasselt. Ja, hast du wohl, ne? Hast du wohl. Und zwar derbe vermasselt. Tut mir leid, Kindchen, aber mich zu besiegen hilft dir gar nichts. Du brauchst die Liftkarte, um in die Trainingshalle zu kommen. Und irgendwie traut mir echt keiner, deshalb habe ich auch keine Schlüsselkarte. Okay. Wie jetzt? Wie, der hat die Schlüsselkarte nicht? Ich auf jeden Fall gehe jetzt erst nochmal einmal zu einem Pokémon-Center. Weil, ja. Wir sind ja kurz vorm Abnippeln. Und da kann ich ja mal gar nicht drauf. Wir gehen mal eben wieder nach Pyritos. Und werden uns mal kurz heilen, ne? Weil, ja, ich habe keine Lust hier zu sterben, meine lieben Freunde. So, wo sind wir denn hier? Da, und zack. Da ist halt der kürzeste Weg. Also zumindest gerade und auch der billigste. Naja gut, ich könnte jetzt ins Pokémon Center gehen. Aber mein Gott, die 100 Poké-Dollar da sollen mir doch egal sein. Was soll's? Da haben wir einiges mehr schon. So. Damit sind unsere Pokémon auch schon wieder gut fresh hier, gut refreshed. So muss das sein, meine lieben Freunde. Ja, und der Part. Was? Ich habe das Dr. Quinn-Signal verloren, egal. Und der Part hat sich schon wieder jetzt dem Ende zugeneigt, ne? Ja. Wollen wir jetzt erst noch mal gucken, wie wir den Lift da öffnen können, aber ja, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Ich gehe da einfach mal rein, ganz unbehelligt. Hier draußen liegt auf jeden Fall nichts. Tja. Der Aufzug scheint nicht zu funktionieren. Aber hier ist ja noch jemand. Hi. Ich hatte einen Albtraum. Das ist doch nur ein böser Traum, nicht? What the fuck? Da ist auch nix. Wie jetzt? Ist es euer Ernst? Wo? Die Liftkarte steckt nicht im Schlitz. Okay, der hat die echt nicht hier irgendwo fallen lassen. Meine lieben Freunde. Ja, wo wir dann die Liftkarte jetzt das nächste Mal herbekommen, das sehen wir in einem neuen spannenden Part von Let's Play Pokémon XD, der dunkle Sturm. Bis dann und ciao, euer Let's Play Gamer.